Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Montag, der 10.1. Keine großen Päckchen, aber zwei Umschläge. Bei dem einen weiß ich, was drin ist. BPIA-Schweinebacke. Das Gute kommt zum Schluss. Und bei dem weiß ich gerade nicht, worum es sich dreht. Empfänger, klar, Arthur Brehm. Absender CIRCIR, also C-I-R-C-I-R. 14, in Französisch, keine Ahnung, Rue Eugène Delacroix in 67206 Mittelhausbergen, France. République Française. Was steht denn hier? Also 40 Cent wahrscheinlich und ein anderer, keine Ahnung, wer die haben will, diese zwei. Ne? Also der. Ich kann gerne mal nachfragen, da kommen meine Nachbarn wie immer. Immer wenn ich drehe, kommen meine Nachbarn. Da ist ein Messer in der Tasche ab. Okay. Und das andere ist von Rocco. Rocco Hartwig alias Naturinstinkte. Rocco Hartwig aus Berger in Berger Elster. 07980. Rocco, coole Sau. Eine coole Sau. Den würde ich gerne mal ein Wochenende in den Wäldern abhängen. Ihr seht hier mein Vanquist-Rucksack und daran meine Olight Warrior. Okay, wollen wir mal. Man, ihr kennt das Messer hier. No? Achtung, jetzt fängt man nach Bananen zu reden. Oder? Das wird ein extra Video für Tipps und Tricks für Kraftfahrer. Nee, sie redet nicht. Das ist bestimmt eine Stimmband-OP. Du Arme. Und zwar Solfitten. 24 Volt Solfitten. Das sind rote. Das sind weiße. Wer LKW fährt, der weiß. Solfitten brennen schneller durch als so mancher Geduldsfaden eines Chefs, eines Arbeitgebers. Alright, wie gesagt, da kommt ein Tipps und Tricks für Trucker, Kraftfahrer. Oh, ich liebe das Messer. Ich glaube, eins von denen verschenke ich an eine ganz besonders coole Sau, nämlich den Wosmik. Wosnitzer Michael, der macht unheimlich geile YouTube, TikTok und Instagram Videos. Hey, Micha. Also, Rocco. Nicht, dass ihr denkt, dass der mir das schenkt. Ist eine Quittung bei über 10 Ocken. Ne? Also, und zwar haben wir einen Patch Buschkraft Naturinstinkte. Cool. Ich sammle Patches, wer welche übrig hat. Arthur Brehm, Paul Müller Straße 13 in 53840 Troisdorf. Übrigens für die Leute, die sich wundern, dass ich in letzter Zeit so braun bin. Im Winter. Wie kommt es, dass der so braun ist? Geht der auf den Assi-Toaster? Jo. Bei mir ist das Problem. Ich habe eine seborrhoische Dermatitis. Die ist so ein bisschen ähnlich wie eine Neurodermitis, nur ein bisschen hinterfotziger. Man zerkratzt sich das Ganze. Ich habe am Wochenende, weil ich Videos drehen konnte, ich nicht. Mein Gesicht krümelte wie die Sau. Das war voll ausgebrochen. War ich auf dem Assi-Toaster, damit war es dann so ein bisschen behoben. Danke, lieber Arthur. Rocco? Und da ist ein Outdoor-Camp-Berger Naturinstinkte.de. Leute, das kommt auf den LKW. Auf meinen. Und ich würde mal sagen, das ist ein Magnet. No.
muss ich was Magnetisches an mir haben. Cool. Zack. Alright. Rocco, vielen Dank. Den Zehner überweise ich dir. Locker, flockig. Das kommt aber wieder zurück in den Umschlag, damit ich das nicht verliere. Rocco. Sehr cool. Und das mit den Soffitten. Wie gesagt, das mache ich dann. Vielleicht mache ich das Video morgen. Wann ich das dann genau veröffentliche, weiß ich noch nicht. No. Wahrscheinlich kommt der Bushcraft Badge entweder in meinen großen Rucksack oder in den kleinen. Ich weiß es nicht. Ich habe ja den 31 Liter und den 21 Liter. Und das Video, wann ich mit den Soffitten. Delivery Confirmation. Ja. Rue Eugène de la Croix in Mittelhausbergen, France. Oh mon Dieu, oh la 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 la. Okay, so, ich muss noch mal einkaufen gehen. Ich habe nämlich noch was vor. Ich weiß noch nicht, ob ich das mal in einem Video zeige. Alternative Unterbringung für Messer, Ausrüstung und so weiter. Da bin ich heute auf eine Idee gekommen. Ich weiß auch nicht, wie gesagt, ob ich das verfilme. Wer sich übrigens fragt, was das hier für eine Tonne ist, das ist meine Biotonne. Darin verkompostiert mein Bio. Ich schmeiße das nicht in diese braunen Tonnen rein, sondern ich will daraus Kompost gewinnen. Das mache ich mit meinem Nachbarn schon seit Jahren und das funktioniert. Ja? So, und ich mache jetzt mal die Fliege, die zu mir ich jago. Versucht mal, ob das noch geht mit Outdoor 50 auf Ed Mahonys Webseite. Denkt noch an die Deals mit Ed Mahoney. Das war das vorletzte Video mit den Messern. Der Deal gilt noch, das weiß ich. Und die 10% auf alles von mit den Namen Arthur 10, also Code. Arthur 10 bei wolfgangs.de. Ich bin ein bisschen müde heute. Ja? Ich habe zwar genug geschlafen, aber wahrscheinlich habe ich mich müde geschlafen. So, aber ich habe heute noch ein bisschen zu tun. Ich will auch jetzt nicht direkt in meine Wohnung, sonst weiß ich genau, ich lege mich hin und schlafe ein. Dann bin ich heute Abend wieder wach und komme dann abends nicht mehr in den Schlaf rein und dann bin ich wieder bis nachts wach. Geht nicht. Aber es gibt Tage, da habe ich ein paar Schlafprobleme und die kriege ich halt mit ein bisschen Ticks, Tipps und Tricks, oh. Mit ein paar Tricks rum, ja. Alright, so. Ich bin durch die Tür, die ich hier nicht habe. Ich habe zu tun. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Wahrscheinlich bis morgen. Ade. Ja, Kollege kommt gleich.